Kostka Leipzig, zweite von links, testet sich und die Spezialistin auf dieser Distanz, Kerstin Knabe, ihre Clubkameradin, ganz rechts, die Vizeweltmeisterin. Sabina hatte Anfang Mai die Mehrkampfhöchstmarke in Potsdam auf 6.867 Punkte verbessert und war dabei über die Hürden in 12,64 Sekunden erfolgreich gewesen. Diesmal gewinnt sie mit großem Vorsprung vor Kerstin Knabe in 12,81 Sekunden. Die 100 Meter flach sprintet sie in 11,46 Sekunden. Die Stirn im Diskusring. Grit Haupt, Jena, vor zwei Wochen Juniorenmeisterin im Kugelstoßen und Diskuswerfen. Diana Sachse, ASK Potsdam, Junioren-Europameisterin von Utrecht 1981. Die Weltmeisterin Martina Opitz, SC DAFK Leipzig. Die Inhaberin der Junioren-Weltbestleistung im Kugelstoßen, Grit Haupt, nun auch weltbeste Juniorin mit der 1-Kilogramm-Scheibe. Im ersten Versuch gelingt der 18-Jährigen gleich der große Wurf, 65,96 Meter. Verbesserung der bisherigen Bestmarke von Irina Meschinski aus dem Jahre 1980 um 1,10 Meter. Diana Sachse, die 20-Jährige. Vor zwei Jahren stand ihr Hausrekord bei 59 Metern. Im Vorjahr erreichte sie als Bestes 61,88 Meter. Nun ist sie mit ihrer persönlichen Bestleistung bei 66,12 Meter angelangt. Rang 2 in Leipzig. Der Sieg von Martina Opitz stand eigentlich von vornherein fest, aber mit welcher Weite? Im ersten Durchgang legt die 23-jährige Weltmeisterin von Helsinki 69,18 Meter vor. Im zweiten Versuch kommt Martina Opitz auf hervorragende 72,32 Meter, DDR-Rekord. Martina übertrifft Evelyn Jahls Bestmarke von 1980 um 82 cm und ist nun hinter der sowjetischen Weltrekordlerin Galina Savinkova, 73,26 Meter, die zweitbeste Diskuswerferin aller Zeiten. Alle sechs Versuche von Martina Opitz sind gültig. In ihrer blendenden Serie hat sie noch zwei weitere über 70 Meter. Für sie und ihren Trainer Bernd Thomas war Freitag der 13. ein Glückstag. Wie ordnen Sie, Martina Opitz, diesen Wettkampf und vor allem dieses Rekordergebnis ein? Zunächst habe ich mich einmal sehr gefreut über dieses Ergebnis und nach meiner ersten, ein wenig verhauenen ersten Wettkampfsaison habe ich mir eigentlich vorgenommen, dieses Ergebnis zu revidieren und habe mir hier in Leipzig, in meiner Heimatstadt, in meinen bekannten Bedingungen eigentlich vorgenommen. Ein Wort zu den Bedingungen vielleicht? Wind von vorne, von der Seite? Ja, wir hatten eigentlich für einen Diskuswerfwurf sehr, sehr gute Bedingungen. Der Wind kam ganz leicht von rechts vorn. Und auch die Temperaturen waren eigentlich für Leichtathleten ganz günstig. Ja, zunächst möchte ich doch erstmal den Olympischen Tag, unseren Höhepunkt dieses Jahr, gut abwickeln. Ob der Weltrekord dabei rausspringt, möchte ich hier noch nicht sagen. Es ist möglich für alle Werferinnen unserer Republik. Wir haben ja drei sehr leistungsstarke Werferinnen. Aber ich muss speziell den Weltrekord werfen, möchte ich nicht sagen.